Nachdem in der Geheimdienstaffäre zuletzt vor allem SPD-Fraktionschef Steinmeier in der Kritik stand, hat er angeboten, im parlamentarischen Kontrollgremium Rede und Antwort zu stehen. Er erwartet das aber auch von Bundeskanzlerin Merkel und seinem Nachfolger im Amt des Kanzleramtschefs de Maizière. Steinmeier war 2002 mitverantwortlich für eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit des Bundesnachrichtendienstes mit dem US-Geheimdienst NSA. Wie heute bekannt wurde, verwendet der BND seit 2007 selbst die US-Spionagesoftware X-K-Score. Ja, schon wieder Aufregung um eine neue Enthüllung in der sogenannten Ausspähaffäre. Reinhard Becker in Berlin, der BND nutzt US-Spionageprogramme bzw. ein spezielles. Was ist das für ein Programm? Wie müssen wir uns das vorstellen? Naja, das ist ein Programm, das hauptsächlich zur ausländischen Satellitenaufklärung benutzt wird. Das heißt, es kommt dort im Einsatz, wo noch über Satelliten telefoniert wird, wo über Satelliten Daten ausgetauscht wird. Das ist insbesondere im Ausland, ich sage jetzt mal Stichwort Afghanistan, in anderen Ländern, wo die Vernetzung, die Infrastruktur für den Datentransfer noch nicht so fortgeschritten ist, wie sie das in Europa und den USA ist. Denn zwischen Europa und den USA, da gibt es die sogenannten Hightech-Datenkabel, die kann man zum Beispiel mit X-Keyscore nicht ausspähen, da müssen andere Methoden zum Einsatz kommen. Was kann jetzt Frank-Walter Steinmeier dazu beitragen, wenn er wie versprochen vor dem parlamentarischen Kontrollgremium aussagt? Ja, darauf darf man gespannt sein, denn Frank-Walter Steinmeier, ich sag's nochmal, der war Kanzleramtsminister bis 2005. Sie haben gerade selber gesagt, die Software, um die es geht, die hier auch in Verdacht steht, die wurde ab 2007 eingesetzt. Also da dürfte Frank-Walter Steinmeier gar nicht allzu viel zu sagen können. Was er sagen kann, ist, was Inhalt des Abkommens war zwischen den deutschen Diensten und den US-amerikanischen Diensten 2002, was da im sieben Monate nach dem 11. September 2001 beschlossen wurde. Darüber kann er sicher Auskunft geben. Informationen von Reinhard Becker. Vielen Dank nach Berlin.